So, also unser Thema heißt QR-Code macht Freunde. Die Projekt wurde mit Mohammed, Omar und Sabah und Farah erstellt. Ja, wir haben das Thema erstellt, da wir folgende Probleme haben. Und zwar, es gibt Leute, die wenige Freunde haben und manche davon trauen sich nicht, also andere Leute nach Nummer zu fragen. Und es dauert zu lange, auch Kontaktdaten zu tauschen. Und deswegen sind wir auf einem Endprodukt gekommen und das erklärt euch die Farah. Also unser Endprodukt ist, also QR-Code erzeugen, also aufs Kontaktdaten neue Leute kennenlernen, in ein paar Sekunden die Kontaktdaten von der anderen bekommen. Ich mache es. Also die Technologie, wir haben JavaScript benutzt, HTML und Library zum Erzeugen des QR-Code. So. Und jetzt kommen wir zu einem Live-Demo. Und zwar, das sieht so dann aus. QR-Code macht Freunde, dann kommt Name. Wir schreiben jetzt hier Albaka. Dann Facebook heißt auch Jugendhakt. Und bei Instagram heißt es auch Jugendhakt. So, und dann drucken wir, also TikTok und Snapchat gibt es nicht. Bei Handynummer können wir zum Beispiel 01 2 3 4 5 6 schreiben, als Beispiel. Und dann drucken wir auf QR-Code erstellen. Dann bekommen wir einen QR-Code jetzt. Das werden wir jetzt einmal scannen. Und dann könnt ihr das hier dann sehen. Alles klar. So. Ja. Und dann könnt ihr hier sehen, Name Albaka. Dann kommt Facebook-Name auch. Und dann kommt von Instagram. Wenn wir draufdrucken, dann leitet uns zur Jugendhakt Seite. Ja, und dann machen wir hier dann weiter. So. Und hier haben wir auch Screenshot für die Sicherheit gemacht, wenn irgendwie Internetprobleme oder so gibt. Und dann hier kommen wir zu Ausblick und offene Punkte. QR-Code ausdrucken. Also wir haben uns überlegt, in der Zukunft die QR-Codes auszudrucken, auf ein kleines Sticker zum Beispiel, oder auch als Schlüsselanhänger machen mit 3D-Drucker. Oder man kann das als PDF dann runterladen auf dem Handy. Und auch wir werden in der Zukunft mehr Projekte mit JavaScript und HTML und also die sind halt Programmiersprachen weiterarbeiten. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.